Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein The Old Blood, meine Freunde. Mal schauen, was steht da. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Untersuche die Umgebung, um nützliche Gegenstände und wertvolle Geheimnisse zu entdecken. So. Singen im Mondschein. Öffnen Sie das Tor an der Seite des Hauses. Da liegt ein Schlüssel unter einem großen Stein. Kommen Sie durchs Kellerfenster. Doch zuerst, ich habe euch ja in der letzten Folge schon wieder versprochen, dass ich das Retro-Ding wieder mache. So, Maschinen, Sturmgewehr, jawohl. Okay. Bratwurst! So, haha. Mal schauen, wie viel Schuss hat das Maschinengewehr. 30, alles klar. So. Gut. Gehen wir mal da rein. Meine Fresse. Schauen wir mal auf die linke Seite. Gut. Jetzt schauen wir auf die rechte Seite. Okay. Okay, da unten ist ein Amt. Erstaunlich, dass da drin keiner ist. So. Da haben wir sicher zu gehen. Okay. Jetzt geht es um Sturmgewehre. Thank you.
Verdammt noch mal. Schlüssel. Den brauchen wir. So. Okay. Immerhin. Ja, gehen wir die Richtung da weiter. Datei. Mal. So. Gut, gehen wir da durch. Wollen wir sonst die Munition, dann ist die Pistole eigentlich wieder voll. Ah ja, da war der Dings drin, der Schlüssel. Okay. Aber erstaunlich, dass der so lange Ausdauer hat zuerst. Warte mal. Okay, da war nichts drin. Gehen wir wieder zurück. Und bringen dieses Level zu Ende. Moment. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Wir verschwenden da keine Munition nicht. Keine Munition wird hier verschwendet. Gut, da drückt jetzt glaube ich weiter. Oha. So. Gut, da geht's nicht weiter. Aber da war schön gewesen. So, schauen wir da aus. Ah ja. Eine Doppeltür, wie süß. Kannst du nur da hinten irgendwo weitergehen? Schön. Das gibt's doch keine Wand. Schade, 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 schade. Da sind wir glaube ich gekommen. Das dürfte der Anfangsbereich sein. Okay, das wird interessant werden, Leute. Ah ja. Anfangsbereich, okay. Alter. Diego, Köter. Hm.
Hundefutter für Bilge Blazkowicz. So. Okay, ich glaube, da kommen wir weiter. Oh, da steht ein großer Oliver drin. Jetzt nehmen wir, jetzt ist er hin. So, das war's. Aufwachen, Bilge. Ab in die Realität. So. Ja, das war schon der nächste Speicherpunkt, habe ich gerade gesehen. Meine Güte, wo ist dein Hemd, mein Hübscher? Pippa, du bist Agent 2? Ab sofort Schwester Inga. Ruh dich erstmal aus. Es gibt Tee und Gebäck. Hierher haben sie dich also geschickt. Ja, vor 6 Monaten. Ich habe dich zuletzt auf der Feier in London gesehen. Oh, dagegen sei es her. Wesley hat mir damals Bier in den Ausschnitt gekippt. Tollpatsch. Ich hab versucht, ihn zu retten, Pippa. Ich weiß, mein Lieber. Tut mir leid, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Hör zu, ich weiß, was du suchst, Blasco. Der Kerl in meinem Bett da hinten ist einer von Helgas Leuten. Bevor er einschlief, habe ich ihn zum Reden gebracht. Die Akte, die du suchst, ist in Helgas Zimmer im Gasthaus von Wolfburg. Sie scheint eine Schwäche für Wein zu haben. Verkleide dich als Ober, okay. Dann kommst du vielleicht an sie ran. Aber um Himmels Willen, zieh dir vorher was an. Da ist dein Hemd in der Truhe da drüben. Und lass deine Waffen hier. Im Gasthaus haben sie keine Waffen. Ich bewahre sie für dich auf. Ah! Verfluchtes Regime. Und die Leute. Gut zu wissen. Wie hirnlose Gule. Vielleicht verdienen sie es auch. Alter, wie viele Waffen haben wir dabei? Alter. Dringend in das Glas, also. Die Scharniere sind verrostet. Komm, fass mal mit an, Blasco. Im Tunnel musst du 9,40 Meter zum Rennen im Hinterhof des Gasthauses schwimmen. Aha. Komm wieder, sobald du Helgas Akte hast. Und da trinken wir nicht. Alter Säufer. Die Scharniere funktionieren noch, wenn ich zurück bin. Ja, so haben wir durch das Zimmer von Agent 2. So, okay. Also zur Cutscene nehmen wir noch mit. Dann folgt's aber. Thank you.
Blumsgeräte. Meine Cousine hat eine Spelunke in Mesquita. Hat dort mein erstes Geld verdient. Alles für Candice ausgegeben. Verflucht süßes Zeug. So. Hey, Ober! Frau Oberstleutnant von Scharps ist hier! Ah, da drin ist die Helga. Ja, passt. Wer tut jetzt von diesem Quatsch, Helga? Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit ihren Fortschritten nicht. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse wird Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Scheiße. Scheiße. Es freut mich immer wieder, wie der Bleskowitsch ins Fluchen anfängt. Scheiße. Wie heißen Sie? Franz. Schreiner! Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann? Helga von Schnaps. Tutorials, Vorteile. Ja, vier Vorteile haben wir schon. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Heute Schachtel. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Echt jetzt? Wir sollen den Wein saufen. Und? Ekelhaft. Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Er ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Nein. Ja, alle. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Hafen, Süß. Du bist schon wieder auf. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Weil, mein lieber unfähiger Schreiner, er kein Ober ist, sondern ein Spion. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz! Oh. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Eberhard, unternehmen Sie nichts! Ja, das mit der Ladezeit ist halt ein wenig happig.
Oh mein Gott. Oh. Na toll. Kapitel 6. Ruinen. Nur eine verstaubte alte Karte. Welchem Geheimnis bist du auf der Spur, Helga? Das möchte ich dir ja wissen. Kessler, hören Sie mich? Helga ist weg. Sie hat die Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Kehre zum Bootshaus zurück. Ja, nimmst du das Medikit? Na super. Entweder muss man es so oder das Rohr. So. Rüstung. Hey. Verdammter Zombie. Was ist denn da passiert? Rüstung, jawohl. Untote. Ja, da habe ich jetzt keinen Bock zum Lesen. Oh, schlag mich ja nicht erst. So, da ist es. Gut. Das war der Speicherpunkt. So, Freunde. Machen wir noch ein paar Zombies fertig. Sobald wir unsere Waffen wieder haben. Du lebst noch. Mit dir, du. Hören Sie mich. Munition, sehr gut. Das war der nächste Speicherpunkt. Ah, zurück zum Hauptmenü. Okay, Freunde, ich darf sagen, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst es mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, Abo ist natürlich wie immer kostenlos. Und den Rest hat er euch in Kürze. So, genau. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die kleine süße Glocke. Bis dann und einen schönen Mittwoch.